auch zum Ende dieses Kapitels eine Ja-Nein-Frage, die Sie wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal gehört haben, vielleicht für uns heute ganz klar beantworten können. Gehört der Islam zu Europa? Seit 2000 Jahren schon, ja. Herr Weber? Der Islam gehört zu Europa, aber er ist nicht konstitutiv für die Grundwerte, die wir in diesem Kontinent haben. Die sind geprägt durch Aufklärung, durch viele Revolutionen, Kriege und auch das Christentum. Mit einer Ja-Nein-Frage. Ja-Nein-Antwort tun Sie sich da schwer. Ich sage, der Islam gehört zu Europa, keine Frage. Ist eine Realität, aber er ist nicht konstitutiv für die Werte, die uns ausmachen. Ja, aber. Und ich übertreibe mit 2000 Jahren, aber 1500 Jahren sind schon. Okay, eine Klarstellung.